Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, gestern haben wir noch ein bisschen an der Vogeldränke rumgebastelt, um da die Seilbahn zu bauen. Ja, ich habe noch ein bisschen Material weggeräumt und ja, jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Ich habe ein bisschen Material weggeräumt und dann habe ich irgendwas einstürzen hören. Und ja, wir gehen mal hin. Vielleicht findet ihr den Fehler und ich habe noch in der letzten Folge drüber gesprochen. Es ist sowas von dämlich, ey. Ja. Olaf ist weg. Beziehungsweise er ist nicht weg, er ist in meinem Inventar. Zumindest sein Grabstein. Ja. Das ist passiert. Die Ameisen sind hier durch. Die haben sich hier durchgegraben. Hier waren auch Kriegerameisen sogar unterwegs. Die hatten wir auch in der letzten Folge hier vorne schon gesehen. Und die haben sich hier durchgebaut. Beziehungsweise durchgekämpft. Armer Olaf. Jetzt kann man aber leider nicht mehr sehen, wie alt er war. Ja. In Trauer für Olaf stelle ich erstmal hier sein Steinchen hin. So. Aber das bedeutet auch, das gesamte Königreich Hups ist jetzt auf Krieg gegen alle Ameisen. Jetzt sind sie alle dran. Jetzt sind sie alle dran. Rache für Olaf. So. Jetzt geht's rund. Jetzt kriegen sie alle auf den Deckel. Alle. Alle. Ich spreng den ganzen Ameisenbau. Ja. Schade, hat lang gehalten, das Viech. Aber cool. Das würde bedeuten, hier unten ist eine schlechte Position fürs nächste Haustier. Wir werden zusehen, wenn wir uns Olaf den Zweiten und Sven den Ersten, oder nee, hatten wir schon einen Sven? Ich glaube, wir hatten einen, der ist aber wieder gestorben. Also wäre es auch Sven der Zweite. Werden wir gucken, dass wir die irgendwie nach oben locken können. Aber bevor wir anfangen, jetzt irgendwas mit irgendeinem Haustier zu machen, werden wir die Area hier erstmal safe machen. Das heißt, wir werden hier unten jetzt eine Mauer ziehen, dass wenn wir wieder Tier... Ich höre schon wieder Ameisen. Ihr seid... Bleib stehen, du blödes Mistvieh. Hau ab. So. Wir werden uns hier eine Mauer langziehen. Da unten sind nochmal Ameisen. Jetzt sind sie alle dran. Ich werde sie alle killen. Ihr blöden Mistviecher. Und die gehen hier meinen Stamm wieder hoch. Ihr blöden Mistviecher. Wo sind die anderen? So, zur Feier des Tages nehme ich dich auch gleich mit. So. Also ihr seht, und es kommen noch mehr Ameisen. Man hört sie hier überall. Die sind total am Durchdrehen, die Mistviecher. So, und aus dem Grund habe ich mir halt überlegt, wir werden uns eine Mauer ziehen. Die wird in etwa von hier, denke ich mal, hier runter gehen. Bis hier dran. Dann wäre hier der Bereich schon mal zu. Klar, jetzt haben wir den Durchgang da. Aber den werde ich mir auch noch zumachen. Ich will ja mich auch bewegen können. So, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Machen wir das alles mit Holz, was die Ameisen im Nu ganz schnell platt gekloppt haben? Oder setzen wir uns hier Pilzwände? Wäre ich nämlich eher dafür. Weil da kommen sie nicht ganz so schnell durch, die blöden Mistviecher. So, wir müssen mal gucken, dass wir das erstmal hier andocken. Ja, vom Winkel her passt's nicht wirklich. Oder? Kann man so lassen. Kann man eigentlich so lassen. So, das heißt, wir nehmen uns den raus und nehmen uns den raus. Weil ich will ja auch eine Tür haben. Krieg den Ameisen. Ach, jetzt du auch noch. Kümmere dich um die Ameisen, nicht um mich, du blödes Vieh. Hau ab. Und die nächste Ameise. Ich glaube, ich spinne doch. Ja, das ist so ein bisschen ärgerlich. Das nervt mich so ein bisschen jetzt. In der letzten Folge habe ich sogar noch gesehen. Hau ab. Raus hier. Ja, wir kommen nicht mehr zum Spielen, weil ich werde nichts anderes mehr tun hier drin jetzt wie Ameisen jagen. Und das die nächsten 5000 Folgen. Ach, ärgert mich ein bisschen, weil mit dem kam es so weit mit Olaf. Also ich habe es noch nie vorher geschafft, ein Haustier doch so weit auszubauen. Beziehungsweise so lang am Leben zu haben. Schade. Aber das gibt Rache. Das gibt Rache vom Allerfeinsten. Da setzen wir eine halbe rein. So viele Steine wollen wir nicht verballern hier unten. So, das heißt, wir haben hier unseren Eingang. Zack, zack, zack. Das ist halt die Frage. Das Problem ist, die Mistviecher kommen wahrscheinlich auch hier oben entlang. Ja, nicht nur wahrscheinlich, werden sie tun. Das heißt, wir ziehen hier die Mauer sogar hoch, dass sie einfach dicht ist. Und ich höre schon wieder Ameisen. Das ist nämlich das, was ich meine. Hier ist momentan sau viel an Ameisen unterwegs. Und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Zumindest, wenn wir auf die Idee kommen sollten, ja, da ist schon wieder die nächste. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst nochmal da hoch. Ja, mal Abkürzung jetzt. Holen uns mal unsere 5 Fliegen. Ja, das war so dämlich. Dann schlafen wir, dass es wieder hell wird. Und dann sehen wir zu, dass hier unten alles schon mal Ameisen-safe ist. Ja, da verschwende ich doch keine Pfeile. Blödes Vieh. Wo sie hingefallen sind. Die sammeln wir uns nämlich gleich ein. Fliegenfleisch ist sehr kostbar für uns. Toll. Toll, eine. Ja, da könnte noch eine liegen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben sie. Meistens da, wo die Pfeile liegen, liegt auch der Rest. Schade, ärgert mich ein bisschen mit Olaf. Das ärgert mich echt. Aber ich garantiere, es wird keine Ameise mehr hier in die Nähe von meinem Baumhaus kommen. Es wird jetzt komplett eine Mauer rumgezogen. Also schlafen gehen. Ein bisschen was essen und trinken. Ist ja gut. Meckert doch nicht rum. Ach, das ist doof mit Olaf. Das ist echt doof. Aber es wird auf jeden Fall ein neues Haustier geben. Nur da machen wir jetzt erstmal alles sicher. Dann kann uns das, was jetzt passiert ist, hier nicht mehr passieren. So, ihr seht ja überhaupt, wie viele Ameisen sich hier mittlerweile ansammeln. Also es ist, ey, ich habe so das Gefühl, dass es seit dem letzten Update die 10-fache Menge an Ameisen hier rumrennen. Das ist wirklich brutal geworden. Aber gut. Das gibt jetzt Krieg. So. Also, wir nehmen gleich mal ein paar Pilzziegelchen mit. Nehmen auch nochmal ein paar Seile mit. Die reichen eh nicht. Haben wir noch welche auf Lager? Ich glaub's nicht. Doch. Oh, sehr schön. Dann stoppen wir da die noch gleich rein. Sind die auch weg? Dann. Haben wir noch die hier. Und die Nüsschen können auch weg. So. Und guckt euch das an. Da sind sie schon wieder, die Mist... Scheißviecher. Einfach nur Scheißviecher. Und da draußen sind noch mehr. Was wollt ihr denn alle hier? Haut doch ab, verdammt nochmal. Blöde Mistviecher. Und noch eine. Und noch eine. Und du geh mir doch jetzt nicht auf den Geist. Mensch. Seht ihr, was ich meine? Guckt mal, was hier los ist. Und da rennen die Nächsten. Nicht gut. Hau ab. Es nimmt kein Ende. Zumindest bald nimmt es ein Ende. Ein sehr schnelles Ende für die Ameisen. Hau ab. Hau ab. Diese blöden Viecher. Okay. Stopp. Bleib hier. Und du kriegst auch nicht mehr die Chance, nach Hause zu kommen. Es hat kein Ende. Die kommen immer mehr. Guckt mal, wie die hier angerannt kommen, die blöden Viecher. Und da sind schon wieder welche. Die kommen jetzt von da unten. Seht ihr jetzt, was ich meine? Deswegen, wir müssen hier alles dicht machen. Diese nervigen Viecher. Und die nächste. Gleich ist schon mal, ich glaube, 7 schicken. Shit, wir nehmen alles mit. Beziehungsweise mehr mit. Und da unten geht schon wieder weiter. So, dann ist die Seite schon mal zu. Nicht wundern, das werden wir noch schöner machen. Mir geht es jetzt nur mal darum, erstmal safe schnell alles zuzuhaben. Weil das kann so nicht weitergehen. So, das heißt, hier kommen sie aber drüber. Das ist doof. Das heißt, ich müsste irgendwie den Bereich hier vorne schon sperren. Also rein theoretisch müsste ich hier die Mauer ziehen. So, dass die nirgends hochkommen. Also, ja, wir haben ordentlich was hier an Wand zu bauen oder zu setzen. Müssen 2 halbe unten runter. Ich bin gerade am Überlegen. Die Seilbahn haben wir da. Das heißt, wir könnten die Mauer einmal komplett hier rumziehen. Wir könnten sie aber auch nochmal einen Knick reinmachen und machen das so, dass unsere Distel noch mit drin steht. Dann haben wir die auch safe und können die ohne Probleme ernten. Das heißt, da gucken wir, dass wir das so hinkriegen. Zack, 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 zack. Ja. Jetzt hier rüber gehen müsste schon funktionieren. Nein, was machst du denn, Mädchen? So, die machen wir auch nochmal rein. Doch. Oder? Doch. Dass wir die Höhe beibehalten. Das heißt, da... Wir müssten eigentlich noch 1 rüber... Und dann so. Wobei, das gibt eine riesen Wand, ey. Das zum Thema Baumhaus, ne? Läuft ja. Da muss wieder ein halbes rein. Müssen wir uns, bevor ich es anfange, fertig zu bauen, müssen wir uns das erstmal angucken. Aber es muss halt safe sein. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da müssen wir der ganze rein, weil halbe sind zu klein oder zu kurz. Da könnte eine halbe reingehen. Ja, da auch. So, und hier, glaube ich, kommen schon mal keine Ameisen hoch. Das heißt, so wäre es einigermaßen safe. Sieht zwar jetzt ultra hoch aus, die Mauer. Ist im Endeffekt auch. Aber die werden wir uns noch ein bisschen aufhübschen. Wie man so schön sagt. So. Und ich glaube, da gehen wir jetzt. Wir können noch weiter schräg. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Da können überall halbe drunter. Also irgendwas stimmt hier nicht. Was auch immer. So, und warum so hoch? Weil, dann kann ich mir hier oben noch einen Weg drauf machen. Wo ich dann zum Beispiel die Moskitos fangen kann mit der Armbrust von hier aus. Oder. Ich glaube, da geht auch noch eine drunter. Ja. So, und bei der Seilbahn habe ich auch schon eine Idee. Da machen wir so. Gucken wir, dass wir vielleicht einen Bogen da drüber kriegen. Schön. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann zusammenkriegen. The Fortress. Die Festung. Aber auf Schnelle wüsste ich halt nicht, wie man das sonst ameisensicher machen kann. So, jetzt ist halt die Frage. Jetzt muss ich mir das mal angucken, weil ich glaube, das bringt alles nichts. Doch, von hier kommen sie ja schon nicht mehr rein. Das heißt, die könnten nur noch hier laufen. Zack, 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 zack. Kommen vielleicht noch hier hoch. Das wäre noch so das Einzigste, obwohl ich das noch nicht mal glaube. Obwohl, da rennt ja auch eine Laus oben drauf rum. Na gut, wer weiß, von wo die jetzt schon wieder angerannt kam. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Oder wir setzen ein Dreieck dran. Das ist wenigstens so ein bisschen optisch besser. Ne? So, und das sieht optisch nicht wirklich besser aus. Hier gehen wir ja schon eine Stufe weiter runter. Das heißt, da können wir jetzt ein schönes Dreieckchen irgendwie. Ne, geht nicht, weil es vom Winkel nicht passt. War ja klar. Aber gut, da gehen wir schon weiter runter. So, hier könnte man jetzt einen Durchgang machen. Das heißt, zack, den weg und den weg. Und da machen wir uns hier wieder eine Doppeltür rein. Dann haben wir es in Zukunft auch. Das passt ja auch vom Winkel wieder nicht. Warum? Das ist doch blöd. Ja, dann machen wir uns die Tür da halt hin. Was soll's? Mann. Zack, zack. Und da eine Tür rein. Das heißt, die machen wir uns dann hier hin. Die weg und die weg. Das ist ein bisschen niedrig für eine Tür. Da rennt doch schon wieder einer. Blödes Mistvieh. Also mal gucken, wie kriegen wir das hier mit der Tür schön hin? Vielleicht können wir es auch auf die Höhe, genau, das wäre nämlich passend. So. Dann wäre unser kompletter Bereich erstmal soweit safe. Wenn wir es zu haben. Bis da wäre alles zu. Wir müssten wahrscheinlich dann hier hinten auch nochmal eine Mauer durchziehen. Müssen wir mal gucken. Weil ich denke mal, die eine oder andere Ameise wird auch von da hinten kommen. Aber da wird es ja reichen, weil dort ist es zu. Wenn wir uns hier einfach zack eine Mauer rüberziehen. Da müssen wir nicht so viel bauen. Wie gesagt, es wird noch optisch viel besser aussehen, weil jetzt ist erstmal provisorisch hinstellen, testen, gucken. Ich will ja natürlich auch noch ein bisschen Holz mit einbauen, klar. Und das noch ein bisschen dekorativ gestalten. So. Dann. Seile haben wir keine mehr, ne? Doch 21 Stück, okay. Wieder mal ein bisschen Ameisen rausschmeißen. Hey, schon wieder einen ganzen Stack voll. Da haben wir, was hier an Ameisen rumrennen. Die können wir da noch mit reinfeuern. Die raus. Dann haben wir noch Spinnchen. Und Rüsselkäfer war drüben. Und die hatten wir alle verarbeitet, ja. Ja, das heißt, wir müssen erstmal Pilzziegel oben holen. Und dann gucken wir mal, wie wir das dekorativ schön hinkriegen. Das heißt, die Mauer geht da lang, von dort hinten, zack, da lang, da rum, rüber. Ich denke, das sieht sieht allgemein vielleicht gar nicht so schlecht aus. Oh je, das ist aber auch nicht mehr viel. Ich brauche echt mehr Öfen. Ich muss hier noch ein paar Öfen hinstellen. Toll. Ich mache jetzt erstmal nur die ganzen unteren rein. Dann kommt wenigstens schon mal nichts mehr an Ameisen hier rein. Dann kann ich schon fast meine Haustiere hier rumlaufen lassen. Fast. Halbwegs. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Pilzziegel. Aber so dachte ich mir das und so könnte es auch funktionieren. Da haben wir schon Holz, das nehmen wir gleich mit. Dann kriegen wir die Türen nämlich auch schon mal zu. Und dann werde ich mir was überlegen, dass oben entlang komplett der Steg entlang läuft. Das heißt, dass ich sogar, vielleicht sogar mit einem Zugang vom Baumhaus aus, dass ich einfach auf die Außenmauer komme und da entlang laufen kann. Und dann gegebenenfalls mit der Armbrust alles Mögliche vernichten kann. Da rennt eine schon rum. Deswegen, wir müssen hier zumachen. Ich will keine Ameisen mehr hier drin haben. Babyspinne? Hallo? Hallo, dich will ich auch nicht hier drin haben. Komm her. Bleib doch hier, du blödes Biest. Wo kam die denn jetzt her? Wir haben doch das letzte Mal alle erwischt. Die eine saß ja dann noch da oben. So, und wenn man jetzt bedenkt, dass das dann hier Hupsis eigenes Gebiet ist, schon ein bisschen Platz. Das heißt, wir können auch herkommen können, hier unten mal ein Holzlager hinbauen. Wenn dann alles ein bisschen safe ist, sieht das doch alles viel besser aus. Einer noch. Krieg den Ameisen. So. Das heißt, von außen her dürfte schon keine Ameise mehr reinkommen. Egal wie, egal wo. Das ist schon mal dicht. So, dann könnten wir nochmal gucken auf der Rückseite. Aber ich glaube, wir sollten erstmal jetzt ein bisschen Ziegel produzieren. Und vielleicht ziehen wir die Mauer wirklich einmal komplett weiter hier. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, angenommen hier und hier. So, und dann stellen wir fest, dass das blöd ist. Wenn wir die schräge... Naja, das geht dran vorbei. Das heißt, wie würde das aussehen? Angenommen. Da. Da. Gehen schon die Schnüre durch. Das passt auch nicht. Jetzt würde mir nachher ein halber, also hier so halb, hier halbiert, würde ganz praktisch hier mal reinpassen. So, wie sieht das aus? Wenn ich jetzt hier, zack, zack. Ist eine ganz knappe Sache, ne? Aber man müsste hier eigentlich ankommen, es müsste gehen. So, und von dort aus geht es dann wieder vielleicht so schräg. Zack, 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 zack. Eine halbe rein. So, und genauso könnten wir das hier nämlich zumachen und machen uns eventuell, also da nicht, so könnte man das machen. Das wäre okay. Und dann zieht man das einmal komplett noch hier rum. Ja, wir setzen mal hier den halben schon mal rein. So, einmal komplett hier rum. Jetzt muss ich mal gucken, das heißt, zack, 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 geht bis hier und dann müssten wir eigentlich nur noch gerade durchziehen. Das Problem ist, da können halt Ameisen auch langlaufen oder wir müssten hier zumachen, aber dann kommen sie wahrscheinlich trotzdem über den, ja eigentlich nicht. Das heißt, wir könnten rein theoretisch die Mauer sogar so an der Innenkante vom Stein hochziehen und da verschließen. Das müsste funktionieren. Das heißt, eigentlich kann das wieder weg, das wieder weg, das wieder weg. So, und ab hier gehen wir jetzt schräg. Das heißt, ab hier gehen wir so. Da, oder? Jetzt muss ich nochmal gucken. Aber das könnte so funktionieren. So, Mauer geht gerade bis zu dem Klee. Und von dort aus jetzt so schräg hoch. Dann wäre alles zu. Also wir haben wirklich... Ja, bis jetzt sind es 201 Pilzziegel. Das heißt, wir haben ordentlich noch was zu bauen. Und hier das Holzdingens werden wir uns dann auch wegmachen. Cool wäre es, wenn man die Bögen flippen könnte. Und das kann man nämlich nicht. Ne? Nee. Stellt euch mal vor, man könnte jetzt hier einen Kreis draus machen. Das wäre geil. So, und die machen wir weg. Die machen wir dann genauso in der... so schräg rein wie hier. Können wir eigentlich direkt machen. Dann wäre es erledigt. Und tschüss, Tropfen. So. Na, hier ist wahrscheinlich Seilbahn im Weg. 100 pro. 100 pro. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da, Stängelwand. Zack. Einmal so, einmal so. Einmal so und einmal so. Das heißt, die lassen wir weg. Und rein theoretisch müsste es ja reichen. Gut, die hatte man, glaube ich, zum Auffangen genommen, dass da die Bretter nicht ins Wasser stürzen können. Das müssen wir da mal ausprobieren, aber so könnte es irgendwie funktionieren. Könnte, muss aber nicht. So. So, und da sehe ich auch gerade, da muss nochmal ein halber drunter. Da wird zwar kein Tierchen durchkommen, weil ich wüsste nicht, welches Tier hier durchs Wasser schwimmt. Außer wenn noch Krebse, Krabben oder sowas reinkommen, keine Ahnung. Aber es soll ja auch optisch schön aussehen. So, und dann vielleicht in der obersten Reihe nochmal eine Holzreihe reingesetzt. Das müssen wir uns dann... Oh, das müssen wir uns in der nächsten Folge dann auf jeden Fall angucken. Gut. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.